Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 auf der Nordfriesischen Marsch im Multiplayer-Spielstand. Ja, angekommen im Oktober, 7 Uhr, noch leicht dunkel. Ja, mal sehen, was uns heute alles erwartet. Geld hat ganz schön abgenommen auf dem Konto. Weiß gar nicht, vor was wir da alles so viel Kosten bezahlt haben. Ist jetzt relativ wenig. Fällt mir eigentlich auf. Ich hätte gesagt, wir hatten noch fast 900.000. Na gut. Wird schon so richtig sein. Ja, unser Fahrer ist angekommen. Ich sammle noch Ballen ein. Arbeiten laufen natürlich komplett. Ne? Wir können auch gleich mal hier auf der Karte noch gucken, was uns alles erwartet. Ich vermute mal, dass einige unserer Felder erntereif geworden sind. Angefangen von 21, 1, 2, 3. Ne? 11 und 12, 36, der Hopfen ist noch nicht erntereif, 39 gehört uns nicht und 42, unsere Baumwolle ist auch noch nicht erntereif. Ne? Was natürlich erntereif geworden ist, ist das neu erworbene Feld, die 32, da sind ja Zuckerrüben drauf. Ne? Ja, das gilt es natürlich auch zu ernten, die Zuckerrüben in die Zuckerfabrik zu bringen. Ne? Und dass dort kräftig Zucker und Melasse produziert wird. Ne? Es müsste auch schon was produziert sein. An gestrigen Ingame-Tag hatten wir ja ein paar Zuckerpaletten, oder eine Zuckerpalette war draußen. Das sind Melassepaletten. Ne? Ja, die gilt es ja natürlich auch entsprechend abzuholen, ob sie hier stehen zu lassen. Und dann, ich glaube, die Melasse muss dann mit in das Gebäude, was hier fehlt. Ja, dafür reicht unser Geld nicht. Eigentlich waren 800.000 eingeplant, hier hinten die Melzerei zu setzen. Aber mich wundert jetzt, dass mir fast, ich habe jetzt fast 100.000 über Nacht bezahlt. Meine gut, Kreditzins kommt dazu. Wo sehen wir das jetzt hier? Wo haben wir denn so viele Ausgaben gehabt? Also Lohn, achso, ich muss ja den Tag gucken, September. Ja, 53.000 Lohndienstleistungen, aber gut, die wurden uns ja zwischendurch immer schon abgebucht. Was haben wir denn für Produktionskosten, Betriebskosten, Gebäude? 57.000. Ja klar, Land haben wir gekauft, 1,6 Baumillionen, Kosten bauen, 75.000 neue Fahrzeuge. Aber gut, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht aufgepasst beim Vorspulen. Ist mir jetzt nur aufgefallen, dass der Kontostand etwas niedriger ist wie geplant. Ne? Weil eigentlich wollte ich jetzt anfangen, hier ein Gebäude zu bauen. Gut, müssen wir erstmal arbeiten. Ne? Nützt ja nichts. Ne? Oben ist auch einer fertig mit seiner Arbeit. Da können wir eigentlich gleich mal hinspringen. Das wird unser T6 sein. Der hat hier gedüngt. Kriegen wir ein bisschen Geld, aber kommen wir noch nicht über 800.000. Denn wenn wir gucken, ich glaube, wir kriegen nur 5.000 für diese Düngermission. Wenn ich mich nicht täusche. Abgeschlossen ist sie. Na, kriegen wir 5.000 und 364 und wir müssen zur 8, was, zur 44 müssen wir. Dort haben wir die nächste Düngermission angenommen. Mal gucken, ob Düngermissionen noch hinzugekommen sind. Ernten ist dazugekommen, Krubbern. Ja, unsere Transportmission müssen wir auch zwingend abschließen. 43 Ernten ist Zuckerrüben. Auf Feld 43 und zum Hafen. Na ja, gut, wir haben selber mit Zuckerrüben zu tun. Das werden wir erstmal nicht machen. Aber wir werden uns auf 44 schicken, dass wir dort unsere eigene Düngermission noch fertig machen. Er müsste theoretisch auch direkt hinfahren, weil es meines Erachtens noch genug Dünger drin. Ich habe gesagt 44. Der Kurs kann raus und er kann erstmal hin. Den werden wir dann schon bei passender Gelegenheit wieder erwischen. Ich hoffe mal, es wird auch bald hell. Genau, hier sind wir. Ja, meine beiden Heuschwaden brauchen wir keinen Sensor. Das ist nicht das Problem. Hier sind wir aktuell in der letzten Vorgewendebahn. Auf Feld 41 läuft ja noch eine Ballenmission mit Heuballen. Und auf 61 auch. Er kruppert hier noch fleißig. Achso, ihn können wir natürlich noch nicht losschicken, weil hier brauchen wir wirklich Tageslicht. Da ist es schon entscheidend, weil wir ja hier ansehen wollen auf der 34. Da müssen wir mal noch ein bisschen warten. Er ist natürlich hier schon kräftig an Pressen. Ich meine, er braucht zum Pressen auch kein Tageslicht, das wäre mir neu. Ne? Und dort hat er natürlich schön einen Ballen
in die Bahn gelegt. Nehmen wir den gleich mal hier weg. Ich habe jetzt hier beim Vorgewende Schwaden oder beziehungsweise bei den Schwatt eingestellt. Er soll beim Vorgewende... Schaffe ich nicht bis dahin. Er soll beim Vorgewende 20% überlappen. Mal schauen, ob wir dann die Kurven besser kriegen, dass da nicht so viel liegen bleibt. Ne? So, aber da waren wir eigentlich, glaube ich, auch schon durch hier mit den Fahrzeugen. Wo ist denn jetzt unser LKW? Es müsste doch irgendwo... Ach, hier ist er doch, genau. Er hat noch eine Ladung Ballen von der 61. Die müssen wir ja abgeben an der Gärtnerei. So reicht, wenn wir uns draufstellen. Spanngurte ab. Lohndienstleistung auf der 61 ist abgeschlossen. Dort liegen noch, glaube ich, 5-6 Ballen. Deshalb müssen wir ihn nochmal hinschicken. Und wir haben schon 30% von der 41 abgeschlossen. Die Ballen wurden ja nicht verkauft. Da wir ja beide Missionen hier abgeben müssen, geht es ja in die nächste Mission rein. Wir schicken ihn auch nochmal runter zur 61. Da werden wir dort die Ballen einsammeln und da werden wir uns das Geld holen. Und dann können wir auch was bauen, möchte ich meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch die Zeit ein bisschen vorspule. Da wird man hier Tageslicht haben zum Ansehen. Ne, nee, wir können erstmal hier noch einen Zuckerrübenroter klar machen. Der hat 20 Arbeitsstunden, den nehmen wir gleich. Weil die Erntemaschine braucht ja kein Tageslicht. Oh, die stehen auch komisch drin, unsere Schneidwerke. So viel Schneidwerke haben wir schon, ja. Welches jetzt hier für Zuckerrüben? Eigentlich hatten wir mal von... Hatte ich mal die Messer anders eingefärbt, oder? Na ja, gut. Das hier ist Zwiebeln, würde ich sagen, weil das habe ich gelb gemacht. Das weiß ich. Ne? So, das ist Zuckerrüben und das sind auch Zuckerrüben. Da können wir ja gleich das Mittelste mitnehmen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist oben, ja, oben rechts neben Autodrive, ne? Wetter, wir kriegen Regen, ne? Meinen Zuckerrübenroter wird es nicht stören, aber die anderen Felder, die wir dreschen müssen, das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Wir können auch mal gucken, wann es Regen geben soll. Wetter, Wetter, Wetter. Wo ist das Wetter? Hier ist das Wetter. Ja, 10 Uhr kriegt man Regen, aber es hört 11 Uhr wieder auf eigentlich. Ich hoffe mal, dass es so ist. Rest bleibt bewölkt. 21 Uhr will ich sowieso nicht mehr arbeiten. Ja, gut. Guck mal, was wir bis dahin schaffen. Weil 7 Uhr Sonne, ist klar, sehen tue ich es noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass es gleich hier hell wird. Oder wir stellen mal die Zeit auf 2. Damit wir es wirklich noch hier hell kriegen. Sonst ist ja hier unsere Zeit für die Aufnahme rum. Achso, ich müsste mich mal als Admin anmelden. Ne? Da geht das einfach besser, dass ich auch die Zeit verstellen kann. So, stellen wir mal hier auf 2 oder auf 3. Da kriegt man es auf alle Fälle gleich hell. Vielleicht hätte ich doch bis 8 Uhr schlafen sollen, ne? So, den fahren wir gleich mal selber hoch. Dass wir ihn noch gleich einen Kurs verpassen. Ich überlege jetzt bloß, wo es am schnellsten geht. Am besten geht es, wenn wir über den Bahnhof fahren. Ne? Mal ja vorsichtshalber noch Licht anmachen, dass uns doch jemand sieht, wenn jemand kommt. Ja, ja, dann heißt es natürlich heute auch noch Felder ansehen. Gerade hier unten 7, 8 und 5. Ne? Da soll überall Weizen drauf. Oben auf der 34, wo er steht, da werden wir noch Gerste drauf machen. Ich habe noch am gestrigen Tag auf der 35 noch Weizen angesät. Ich hoffe mal, wir haben nicht zu viel Weizen und Gerste. Also zu viel haben wir eigentlich nie. Ne? Aber ich denke mal, wir brauchen für die nächste Saison brauchen wir da zwingend noch relativ viel Sonnenblumen. Ne? Raps haben wir ja schon. Könnten wir auch nicht mehr ansehen. Ne? Sonnenblumen werden wir noch einiges brauchen. Und wir brauchen definitiv eventuell noch Roggen. Ne? Und natürlich definitiv Hopfen.
Und viel mehr Früchte werden wir wahrscheinlich gar nicht ansehen. Natürlich Zuckerrüben, ne? Wir haben zwar noch 4,1 Millionen im Lager, aber die Zuckerfabrik braucht ein bisschen was. Wir ernten hier Zuckerrüben. Und da hoffe ich mal, dass wir mit dem Lagerbestand übers nächste Ingame-Jahr kommen. Oder je nachdem. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was sich dann heute noch entscheidet, sozusagen. Oder ob es heute neue Infos gibt, ob wir dann einen neuen Spielstand brauchen oder nicht. Da müsste man erstmal gucken. Meine, die Felder, die wir jetzt alles angesehen haben, ich weiß nicht, ob man dann selbst mit einem alten Spielstand weiterspielen könnte. Also die möchte ich schon erst noch ernten. Meine, da haben wir relativ viel Zeit reingesteckt. Auch gerade bezüglich, dass wir mit Precision Farming einigermaßen eine gute Feldvorbereitung haben. Aber mal gucken. Aber wenn, dann ist es so, wenn es anders sein sollte, ne? So, er kriegt erstmal einen Kurs für Feld 32, beziehungsweise erstmal hier noch eingestellt, dass er auf der 32 ist. Der Kurs geht raus. Er kriegt einen neuen. 4 Meter Arbeitsbreite. Wir machen 8 Vorgewände. Scharfe Ecken. Dann generieren wir mal das Ganze. Sieht so aus, als würde es passen. Und wir fahren mal noch ein Stück vor. Da brauche ich nicht umzustellen. Da können wir ihn am nächsten Wegpunkt losschicken. Ja, einen Abfahrer hat er noch nicht, den kriegt er auch gleich noch. Dann nehmen wir den nächsten passenden, den wir finden. Einmal stellen wir aber hier unseren Düngerstreuer ein. Meine, er wird jetzt auch meckern, dass es noch zu dunkel ist. Aber das ist eine Mission, ich denke mal, da stört es nicht. Für einen Vorgewende Rest passt. Erster Wegpunkt ist eingestellt und da kann er los. Ich schalte mal Kursplay an. Der Dünger müsste eigentlich reichen. Meine, die Info kommt hier, ist klar. Er bräuchte Tageslicht, aber bei einer Mission ist doch, glaube ich, Precision Farming eh egal. Ne? Und wenn, dann haben wir Pech gehabt, dann haben wir es umsonst gedüngt. So, er ist fertig. Er kann dann natürlich zurück zum Hof. Werkstatt 1, damit er gewaschen, repariert, lackiert wird, ne? Er ist mit Standardhelfer unterwegs, hier geht noch nichts. Er hat aber schon ordentlich was weggepresst hier, ne? Also mit Quaderbeilen pressen, hab mich da ja auch in Frankreich versucht mit Quaderbeilen pressen. Ich weiß nicht, kam das schon? Ne, das kommt glaube ich erst am Morgen und übermorgen, ne? Ja, mal schauen, was da effektiver ist. So, eigentlich müssten wir auch mit dem einen Drescher wenigstens los. Damit wir dort bis 9 Uhr wenigstens ein bisschen Land sehen. Ne? Meine, unsere eigenen Zuckerrüben hier auf der 1, die machen wir dann auch noch. Die rennen uns nicht weg. Ne? Wir haben auch noch am morgigen Ingame-Tag Zeit. Wir sind ja jetzt im Oktober. Wir können ja theoretisch die ganzen Sachen auch noch im November ernten. Ne? Also ganz so schlimm sehe ich es nicht von der Zeit. Trauben sind runter, was wichtig wäre. Ne? Oliven haben wir nicht, was wichtig wäre. Und ansonsten alles andere können wir auch noch morgen ernten am Ingentag. Sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, dass hier ein bisschen Regen kommt. Aber ich würde schon gerne noch hier mit einem Drescher anfangen. Fruchttechnisch, ja, am besten Sonnenblumen. Ne? Das sagt mir so am meisten zu, weil wir brauchen unbedingt was in der Raffinerie. Ne? Denn wir können ja auch mal gucken, wenn man hier das Info hat, anmachen. Ja, Sägewerk. Ach so, das war noch die alte Information. Ja, Raffinerie, Sonnenblumen sind verbraucht. Können wir ausschalten. Raps reicht noch für 36 Minuten. Holz reicht jetzt schon ein bisschen länger. Die Holzfäller arbeiten ja auf Volltouren, aber wir werden nicht genug Diesel produzieren. Ne? Futterfabrik braucht Heu. Das reicht noch eine ganze Weile.
Ja, Zeltstoff, dann Hackschnitzel. Ja, und Zuckerfabrik selber braucht Zuckerrüben, die bekommt es aber. Ne? Ich mache ja wieder aus, sonst machen wir nur wieder was anderes. So, deshalb werden wir uns hier Maisgebiss organisieren und werden schon mal hier Sonnenblumen ernten. Ich lasse auch die Raffinerie an mit Sonnenblumen. Wir schicken jetzt einen Abfahrer natürlich dorthin, der dort Sonnenblumen hinbringt. Ich weiß jetzt nicht, welches ist das kleinere Feld, Feld 2 oder Feld 3. Wir werden Feld 2 zuerst beginnen. Ja, für diejenigen, die, ich sag mal, Freitag oder Samstag nicht dabei waren beim Stream auf Twitch, ja, aufgrund von tatkräftiger Unterstützung auch von Benjamin und Jürgen haben wir natürlich auch einiges geschafft. Eine Zuckerfabrik haben wir gebaut, ne? Auch beliefert, möchte ich meinen. Und gestriger Ingame-Tag haben wir eigentlich auch sehr, sehr gut wieder Geld verdient. Wir haben einiges an Missionen gemacht. Also das ist schon. Sonst hätten wir uns das auch nicht leisten können, was wir bis jetzt alles geschaffen haben. Wir haben hier definitiv auch noch ein Feld gekauft. Das hat man ja vorhin gesehen beim Finanzen. Ne? Weil das ja, Zuckerrübenfeld direkt vor der Zuckerfabrik, das kann man eigentlich nicht weglassen, oder? Ich weiß nicht. So, hier einmal ausklappen. Da auch einmal ausklappen. Meine aktuell kommen ja auch bestimmt noch mal 300.000 durch die aktuellen Missionen rein. Also das geht schon. Wir brauchen dann zwar noch mal 1, und Millionen, um dann noch das Labor zu setzen und natürlich die Brauerei, ne? Erst dann wäre es perfekt. So, brauchen natürlich jetzt hier noch einen Kurs. 9 Meter, das passt erstmal soweit. Wir machen mal 4 Vorgewände. Na? So, fertig generiert. Gleich noch ein Stück vor. So, jetzt sollte es eigentlich hell genug sein, ne? So wie es aussieht. Nächster Wegpunkt, den lassen wir so. Er fährt noch mit Licht. Okay, gucken wir nochmal, ob das schon reicht. Wir brauchen auch für ihn jetzt hier noch einen Abfahrer. Halt, das wird noch nichts, ne? Hier müssen wir ja wenigstens noch Feld 2 einstellen. Oder Abfahrerwerkstatt, ne? Aber das wird dann auch Katastrophe, bevor er hier ist. So, ach, er ist angekommen. Ja, mit ihm hier wird es nichts, ne? So, Fruchtzerstörung ist natürlich an, ne? Wie man sieht. Aber das ist jetzt hier nicht ganz so schlimm. Das wird auf der ersten Vorgewendebahn wird das passieren. Passiert es nochmal? Ne, ich würde sagen, dürfte eigentlich nicht. Er müsste dann klarkommen. So, er braucht natürlich auch noch einen Abfahrer, ne? Oh ne, er brauchen immer noch Licht. Ist noch nicht hell genug. So, das wird erstmal ein Abfahrer für Feld 32. Damit die Rüben in die Fabrik kommen. Den Punkt Zuckerrüben anliefern in der Produktion, den gibt es schon. Das hat man ja gestern noch im Livestream eingefahren. Zuckerfabrik ausladen. Ah, ich müsste mich mal entscheiden. Manchmal schreibe ich ausladen und manchmal anliefern, ne? Theoretisch müsste er hier einen Weg finden. Ne? So, und der zweite 7er Fendt hier, der kann mal hier den Wender stehen lassen. Der kriegt auch einen Hänger. Einen Anhänger, richtig.
Und er wird Abfahrer für die 2 und fährt das Ganze hoch in die Raffinerie. Und dann wird dort weiter produziert. So, 44 zu 50% abgeschlossen. Also die Hälfte ist schon gedüngt, ne, sozusagen. So, Feld 2. So, und das Ganze ist natürlich im Ordner Produktion Industriegebiet, ne? Geht passt leider nicht hin, ne? Raffinerie anliefern. Da werden die erstmal alle versorgt. Mal schauen, wie weit sie kommen. Meine Zuckerrüben, klar, die könnten wir bei Regen weiter ernten. Dreschen können wir nicht weiter bei Regen. Ich könnte jetzt auch noch einen zweiten Drescher losschicken, aber das müssen wir nicht machen. So, er ist komplett hier gewaschen, repariert und lackiert. Jetzt tanken wir noch. Das Tanken müssen wir per Hand auslösen. Also ich finde das einfach genial, was Achim hier gemacht hat. Trigger könnte ein bisschen größer sein für meinen Geschmack, aber passt schon. Dass man 2 Punkte machen könnte, also mit 2 anfahren nebeneinander, na, geht nicht so richtig. Oder sie stehen dann zu eng beieinander. Ich habe dann Probleme beim Aussteigen, wenn ich reintappe, aber gewöhnt man sich auch dran, dass 1 Punkt reicht und dann ist halt so, ne? Aber schon selbst, dass ich es nicht mehr unbedingt selber machen muss, ich schicke die Fahrzeuge dorthin, sie werden eben gewaschen und repariert. Das Waschen und Reparieren kostet so erstmal nichts und das Lackieren, aber wir bezahlen für diese Werkstatt 10.000 Unterhalt pro Ingame-Monat. Selbst würde ich mal sagen, selbst 20.000 wären okay. Denn wenn wir hier so einige Fahrzeuge am Einsatz haben und die dort permanent hinkommen und entsprechend gewartet werden, Diesel müssen wir selber bezahlen, das müssen wir selber befüllen, das ist klar, ne? Ja, könnte man schon sagen, dass auch 20.000 okay wären. Meine, klar könnte ich mir einfach irgendwo noch eine zweite hin platzieren. Schon bezahle ich 20.000, ne? So, er muss noch hier 2, 3 Bahnen. So, reicht das jetzt vom Tageslicht her? Müsste eigentlich reichen, 8 Uhr, ne? Oder? Mal kurz ausklappen. Gerste ist eingestellt. Hier wollen wir noch Gerste hinmachen. Wir machen ja auch zuerst das Vorgewende. Ich denke mal, da wird er auch wieder hängen bleiben. Nö, er meckert nicht mehr, also muss es funktionieren. Dann kriegt er hier einen Kurs. Den können wir so übernehmen, wie er ist. Nur wir müssten auf Generieren klicken. So, erster Wegpunkt. Da kann er los. CP müssen wir noch anschalten. Falls der Dünger nicht reicht, ne? Und die Zeit werden wir wieder runterdrehen auf 1. Wir haben viel zu tun. 0,5 nicht. Das machen wir nur, wenn es knapp wird. Aber ich denke mal, wir sollten so auch zurechtkommen. Wir bleiben mal noch kurz hier drin. Es könnte an der Stelle und rechts an der nächsten Wende dort oben könnte es ein Problem mit den Bäumen geben. Mal gucken. Also hier passt es erstmal. An den anderen 2 Ecken sollten wir keine Probleme haben. Das sind nur Büsche. So, aber wo ist der Rübenroder? Wo ist denn der hängen geblieben? Der müsste doch mal hier drüben schon eine Bahn bekommen haben. Den kann ich einfach nicht da drüben sehen. Abfahrer ist da. Aber ich würde sagen, der fährt nicht mehr. Denn sonst müsste der doch bei der Arbeitsgeschwindigkeit schon weiter sein. Ach, der hat dort oben ausgeklappt, weil er voll ist. Na toll. Gut, ihn lassen wir mal hier fahren. Da holen wir uns mal da unten den Trecker. Ja, das ist im Vorgewende. Ich will nicht sagen, dass da. Autotreif sich ein Wolf rechnet, aber er berechnet einen Pfad. Und
Er will ja auf dem Feld bleiben. Ich habe ja Fahrtberechnung aus Feldbegrenzen gemacht. Dort oben ist noch nichts. Entsprechend, also er ist noch nicht einmal rum. Und da denke ich mal, wird er ganz einfach Probleme kriegen, dort einen Weg zu finden, dahin zu kommen, weil, so wie mir das aussieht, steht er auch richtig schön in der Kurve. Oder im Graben. Nee, an der Leitplanke und ist ausgegangen. Oder? Passen wir nicht drunter. Ich wollte sagen, unsere Seemaschine kommt auch zum Glück hier voran. Bei der zweiten Bahn sollte es dann nicht passieren, beim zweiten Vorgewende, da müsste es eigentlich passen. Na, ganz voll war er nicht, ne? Aber das spielt keine Rolle. So, wir schicken ihn einfach hier los. Er fährt zwar jetzt hier eine Runde ums Feld, aber... Und ihm werden wir hier nochmal behilflich sein. Mann, sind die laut heute. Er erkennt hinten die Leitplanke und macht einfach nicht weiter, ne? So, nächster Wegpunkt. Und da soll es bei der nächsten Runde soll es besser gehen. Aber wie gesagt, es ist vorgewendet, kann man drüber hinwegschauen, ne? So, gucken wir mal, wie das hier läuft beim Drescher. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass wir ihn zu zeitig losgeschickt haben, weil er so ein bisschen ins Feld reinfährt hier. Ich dachte eigentlich, dass der Drescher das schafft, aber ja, war nicht. Mehr Platz ist leider nicht, ne? Damit müssen wir zurechtkommen, ne? So, und dann nicht zu vergessen, unser LKW steht hier unten noch rum. Große Nachfrage, Molkerei, Milchverkauf. Tja, die haben wir natürlich am gestrigen Ingame-Tag verkauft, ne? Was wir auch zwingend als nächstes machen, wenn wir es überhaupt noch schaffen hier in der halben Stunde, die ist ja auch schon wieder rum, ne? Wir müssen unsere Transportmission, die müssen wir noch abschließen. Wir müssen dort noch einen Hänger voll, na, hier drücken wir mal drauf. Wir müssen noch einen Hänger voll Mischrationen wegbringen. Warum ist jetzt der Autoloader aus? Ja, ich würde sagen, auch selbst Lohndienstleistung auf 44 ist auch abgeschlossen. Also Geld wird man reinkriegen, um jetzt die Melzerei zu bauen oder die Melzproduktion zu bauen. Aber ich würde sagen, das können wir auch in der nächsten Folge machen. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir versuchen hier mal noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. So, 41 ist sein nächstes Ziel. Weil dort werden wir den nächsten Ballen einsammeln für die Mission. Wir machen hier das Autoload mal aus. Nicht, dass wir unterwegs irgendwas Komisches einsammeln. Und dann kann er mal erstmal dorthin. Und wir gucken mal jetzt, dass wir am Hof noch irgendwo einen brauchbaren Trecker finden. Er hat Zuckerrüben angeliefert. Das sieht gut aus. Genau, ihn hier. Und werden mal hier noch die Mission abschließen. 100, knapp 120 müssten schon dort sein. Ich hoffe mal, dass der Hänger voll reicht mit 40.000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel produziert ist
im Futterwerk. Aber es müsste eigentlich, das, was wir uns ausgerechnet haben, gestern Abend, das müsste eigentlich passen, dass wir nach der Nacht genug Mischration haben. Wenn nicht, müssen wir uns ein bisschen was in Kuhstall borgen. Da malen wir den Hänger hier schwarz-weiß an, da kriegt man schon Mischration raus. Ui. So, Mischration, Schweinefutter, Mischration, 142.000. Da könnte man glatt die Transportmission nochmal erfüllen, ne? Aber wollen wir ja gar nicht. Aber vielleicht was verkaufen davon, weil die Mischration, die brauchen wir echt nicht. Weil wir produzieren ja unseres im Kuhstall selber, ne? Wenn ich weiß, dass ich eine Ladung mit dem LKW komplett voll hingebracht habe, 59.000, ne? Die zweite Ladung war nicht ganz voll. Und ich glaube, wir müssen 100, wir können auch gleich nochmal gucken, wenn wir hier irgendwo gerade ausfahren können. Ich würde sagen, wir müssen erstmal auf der Straße gucken. So, wir brauchen 147.000. Also es müsste eigentlich reichen. 107.000 haben wir locker schon abgegeben. Wie gesagt, das fahren wir hier noch weg. Obwohl es dann schon wieder knapp wird hier mit Folge hochladen. Also rechtzeitig hochgeladen ist er noch, ne? Also bei mir ist es jetzt kurz nach 8. Ne? Aber ob es YouTube schafft, die entsprechend zu bearbeiten. Natürlich mal klassisch verkehrt gefahren, ne? Das weiß ich dann nicht. Also könnte sein, dass die HD-Auflösung dann noch nicht sofort verfügbar ist, aber das wird dann schon noch. Ja, Pommesbude oder Verkaufsstation habe ich auch mit abgerissen, ne? Traubenverarbeitung müsste auch leer sein, die können wir dann auch umplatzieren, aber ja, Stück für Stück, alles auf einmal geht leider nicht. Damit wir, wie gesagt, unten das Feld leer kriegen. So, ein bisschen was wird noch im Verkauf reingehen, das ist auch nicht schlimm. So, 1300 noch verkauft. Sehr viel ist es nicht gewesen, was übrig ist. Aber die Mission ist abgeschlossen. Da können wir mal hier schauen. Wir haben ja unter anderem Feld 44. 59 Gruppern ist auch abgeschlossen. Mischration ist abgeschlossen. 61 Ballenpressen können wir auch abschließen, weil das haben wir entsprechend beendet. Ja, das können wir eigentlich alles abschließen. Und damit haben wir einen Kontostand von 1,1 Millionen. Also die Melzerei ist gesichert. Und ja, da gucken wir mal. Da werden wir die vielleicht am Dienstag bauen in der Folge. Oder vielleicht steht sie dann schon. Mal schauen. Oder vielleicht haben wir das Geld für was anderes ausgegeben. Ne? Man weiß ja nie, was es noch so für Ideen gibt. Ne? Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Natürlich allen noch einen schönen Sonntag. Und ja, nächste Folge am Dienstag, 9 Uhr. Bis dahin und tschüss.